Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Tagung mit dem Titel Geisteswissenschaft, was bleibt? Und dann eine Alliteration zwischen Theorie, Tradition und Transformation an diesem schönen Tag hier in München. Man könnte sicherlich noch Besseres machen, als hier in einem schattigen Raum zu sitzen, aber morgen wird das Wetter ja nicht mehr so schön werden. Also morgen wird man es nicht bereuen. Ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand bereuen werden müsste, hier gewesen zu sein. Ich glaube, wir haben ein sehr spannendes Programm. Ich will vorweg so ein paar Punkte sagen zur Anlage dieser Tagung. Der Titel dieser Tagung lautet Geisteswissenschaft, was bleibt? Und als ich mal ein bisschen recherchiert habe, bin ich auf ein Buch gestoßen, was im Jahr 2003 erschienen ist, mit dem Titel Wozu Geisteswissenschaften? Das ist ein Sammelband und der versteht sich als kontroverse Argumente für eine überfällige Debatte. Und in der Beschreibung dieses Bandes, der im Campus Verlag erschienen ist, heißt es, ich lese mal vor, Selbstbeschreibung, Zitat, wer sich heute in der Öffentlichkeit als Geisteswissenschaftler zu erkennen gibt, der verfügt längst nicht mehr über das Prestige eines Studienrates oder Doktors der Philosophie, wie im bildungsbeflissenen 19. Jahrhundert. Stattdessen macht vielfach das zynische Wort vom promovierten Taxifahrer die Runde, dessen Studium ihn dazu befähigt, seinem Fahrgast mit zwar geistreicher, jedoch zweckfreier Konversation die Zeit zu vertreiben. Die im Frühjahr 2003 in Hamburg angestoßene Hochschulreform hat indessen weitreichende Konsequenzen für die Geisteswissenschaften. Stellen werden reduziert, Förderungsmittel gestrichen und Forderungen nach mehr ökonomischer Effizienz erhoben. Mit den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes wird argumentiert, dass man mehr Hochschulabsolventen in Natur- und Wirtschaftswissenschaften braucht, weniger in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Die Beiträge dieses Bandes liefern aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft repräsentative Meinungen über Sinn und Zweck der Geisteswissenschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Was sind Ihre Aufgaben und wie können Sie diesen gerecht werden? Sind Sie in einer modernen Gesellschaft unverzichtbar? Und sollen auch an den Hochschulen von morgen geisteswissenschaftliche Disziplinen stark vertreten sein? Auch die Geisteswissenschaften müssen sich die Frage gefallen lassen, was sie für die gegenwärtige Kultur und Gesellschaft leisten. Das war diese Debatte vor 15 Jahren. Und jetzt möchte ich noch einen Schritt weiter in die Vergangenheit gehen, in die 80er Jahre. Da erschien ein Buch von Friedrich Kittler mit dem Titel, Sammelband, Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften. Ich will da auch ein paar Zitate bringen aus der Einleitung dieses Bandes. Es gibt nach Kittler drei Austreibungen des Geistes, nämlich die Austreibung des Geistes, des Menschen und der Geschichte. Und zwar in verschiedenen Konstellationen. Zunächst sagt er, die Kombination von Geist und Mensch ist ohne Belang bei der Analyse eines Wissens, das alle Leute haben, ohne das noch einmal wissen zu müssen. In diese Lücke der Geisteswissenschaften, das Unbewusste, tritt mit den Studien über Hysterie 1895 die Psychoanalyse Freuds. Zweiter Punkt, die Kombination von Geist und Geschichte ist ohne Belang bei einer Menge von Sprachtatsachen, die allen Lautwandelgeschichten und Sprecherwünschen zum Trotz Ohren und Münder zur Differenz anhalten. In diese Lücke tritt mit Saussures Cours de Linguistique Générale von 1915 die Linguistik des Signifikanten. Und zu guter Letzt, die Kombination drittens von Geschichte und Mensch ist ohne Belang bei Lebensformen, die schon aussterben, wenn die Geschichte mit Kanonenbooten vor ihren Stränden auch nur Anker wirft. In diese Lücke ist seit Frasers Totemism and Exogamy von 1910 eine anhistorische Ethnologie getreten. Wenn es also tatsächlich so wäre, dass der Geist aus den Geisteswissenschaften vertrieben wurde, dann müsste man auf die Frage dieser Tagung Geisteswissenschaft, was bleibt, natürlich antworten, nichts oder so gut wie nichts. Dem ist aber, glaube ich, nicht der Fall. Und ganz im Gegenteil, diese Tagung möchte versuchen zu klären, was überhaupt Geisteswissenschaften ist und was überhaupt Geist ist, von dem es eine Geisteswissenschaft geben soll. Eine weitere Frage, die wir uns hier stellen wollen gemeinsam, ist die Frage, ob Geisteswissenschaft überhaupt eine Wissenschaft ist. Natürlich schließt sich da die Frage an, was eine Wissenschaft überhaupt ist. Dann die spannende Frage, die mich persönlich sehr interessiert und zu der ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht habe, ist Philosophie überhaupt eine Geisteswissenschaft oder eine Wissenschaft? Was ist Philosophie überhaupt? Wie manifestiert sich Geistiges im Medium der Schrift und Geschichte und wie kann es verstanden werden? Weitere Frage, wie verhalten sich Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft zueinander? Andere Frage, in welchem Verhältnis stehen Geisteswissenschaft und Kulturwissenschaft? Und zum Schluss, wie kann Geisteswissenschaft digital betrieben werden?
Das sind also nur einige der Fragen, die wir uns im Laufe der heutigen und morgigen Tagung stellen wollen. Wir wollen also diese Fundamente der Geisteswissenschaften behandeln, die in diesen zwei genannten Publikationen in meinen Augen ein bisschen zu kurz kamen. Wir wollen also die Bedingungen der Möglichkeit von Geisteswissenschaften klären und aus verschiedenen Perspektiven behandeln.